Nee. Das ist... Hier ist ja auch nichts. Hä? Nee, das war ja nun deutlich. Das hat ja auch nichts mit Alkohol zu tun. Rauchen Alkohol. Alkohol. Hier würde mir auch nichts einfallen. Woanders hin komme ich nicht. Sorry, falls ich das zu doof ist mit der Leertaste oder so. Beziehungsweise halt, ne, mit dem Mausrad oder sowas, aber. Nee. Das ist, gerade so für die Erinnerung besser, wenn ich das nutze. Weil ich dadurch weiß, was hier wo ist und so. Wir wollen ja. Nee, ne? Die kann ich. Eine Flasche Rizinusöl. Das macht. Das ist. Ah! Nee. Es muss. Das ist nicht dein Ernst, ey. Wo soll ich denn jetzt irgendwas Alkoholisches herbekommen? Ich geh. Muss ja auch hier drin sein, oder? Warte mal. Nein. Nee. Ich hätte das grüne Kraut. Das. Das ist. Nee. Das nimmt einfach nicht mit. Nicht nee. Auf. Auf. Nee. Ich, bin ein wenig verwirrt, Leute. Das. Das ist kein. Nee. Hä? Hey. Das. Soll ich den Wasser vielleicht erstmal anmachen? Hey, man soll. Okay. Hä? Das ist Metzger. Der Schlüssel zur Speisekammer in eins der Päckchen Nikotinkaugummis. Ja. Ist vielleicht. Warte mal. Das macht. Nein, kann ich nicht, okay. Der Schlüssel zu der Speisekammer. Es hilft sicher. Hier mache ich nicht. Ich glaube, ein paar von den. Oh. Nee. Kann ich nicht machen. Da klebt irgendwas die Tür zu. Das macht. Das ist. Nee. Nee. Mir fällt nichts ein. Tatsächlich gerade. Ich kann jetzt nicht mehr. Der braucht. Der sieht schlimm aus. Den? Das. Nein. Oh. Irgendwas aus dem Müll fischen oder so? Das macht. Das ist. Oder irgendwas. Wie den Blumentopf. Das ist. Nee. Das. Oder die Feuerleiter das hier. Das ist. Nee. Nee. Hier die Tür. Irgendwie. Nichts für mich. Das macht. Das. Das ist. Murray hat auch nichts mehr zu sagen. Aus dem Krieg. Das ist, das ist, das.
Hey. Also jetzt mal im Ernst, hier ist hier auch nirgends noch was, oder? Hier, der geht ja nicht auf. Das ist kein... Nee. Das ist... Matt, komm schon, die Party auf dem Dach, das wird der Hammer! Du kennst ja meine Bedingungen, Kumpel. Erst brauchen wir was zu saufen und dann muss mir die Mucke auch noch gefallen. Sind diese Bedingungen erfüllt? Ich glaube nicht. Okay, ich behalte's im Kopf. Das ist... Das hatte ich auch gerade schon alles. Irgendwas mit der Schublade oder so. Das ist... Sieht so aus, als gingen da draußen ganz üble Dinge ab. Da gehe ich jetzt... Das ist... Nee. Da geht. Was gefällt? Ich nehme die Scheiß. Oh, hier sind überall Bierflaschen, wisst ihr? Überall. Das ist. Nee. Warum sollte ich einen Wecker mit rum? Es ist 0 Uhr 0. Diese Teufel. Das ist. Nee. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Hatte ich eben auch schon alles. Mortimers Zimmer gibt's halt auch nichts Wirkliches. Verdammt! Lol. Oh Mann, endlich! Okay, was könnte ich damit jetzt machen? Das Ding macht mich in meinem Inventar etwas nervös. Kann ich damit den Kühlschrank aufkriegen? Es wird nicht klappen. Nein, kann ich nicht. Ich den Aufzug damit auf? Es wird. Okay, kann ich. Oh, es tut mir so leid, wenn das stimmt, ne? Ja, klar. Ich gebe irgendwelchen Typen auf der Straße spitze Gegenstände in die Finger. Hätte er sein können. Hätte ich das irgendwie... Es wird... Nee. Hätte ich die Lava werfen? Es wird... Nee. Oh, ich habe eine Discord-Nachricht. Einen Moment. Sorry, Leute. Musste kurz einmal etwas schreiben. Tut mir echt leid, Murray. Ja, was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen? Ich soll mich abregen. Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Jetzt wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger! Du wolltest mich umbringen! Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal! Was?
War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was? Was mache ich denn jetzt? Ja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sich nur wie ein Zirkusfreak. Verdammt, das ist real. Das ist wirklich real. Es ist Realität. Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh. Wir sind erledigt. Ist ja echt schade. Sie haben nicht zufällig Grillfleisch dabei? Okay. Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für all das hier ist. Ja, deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht. Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Tja, Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so, nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als sie von Aliens entführt wurden und sie fliehen konnten, indem sie sie mit ihrem treuen Barbecue-Matic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Ach, kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Bitte sehr, der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig. Das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und wenn ich euch fragen dürfte... Wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. Alles klar.
Was geht, Murray? Oder soll ich sagen, Murray, der unbesiegbare Schädel aus der Hölle? Nenn mich einfach Murray. Also, wie läuft das Barbecue? Ich hab schon alles für das jüngste Gericht zusammen. Also, alles bis auf das Fleisch. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Alles klar. Ich halte die Kohlen am Laufen, bis du wieder da bist. Ihr neuer Look gefällt mir. Sieht verwegen aus. Danke, mir gefällt's auch. Bis jetzt habe ich noch keinen Nachteil feststellen können. Echt nicht? Klar. Die Welt geht unter und mir ist nicht mal heiß. Und ich muss mir über Gewichtszunahme nie wieder Sorgen machen. Und wenn ich mich so umschaue, scheint der Look echt der letzte Schrei zu sein. Da können Stimmt. Sie einen drauf lassen. Schöner Tag heute, was? Ja, wer hätte das gedacht? Hat etwas zäh angefangen, aber das wird ein richtig guter Tag. Sieht so aus. Ich glaube, ich werde erwartet. Alles klar, so. Kann ich das Rizinusöl? Ja. Kann ich. Wenn ich das jetzt Matt gebe. Niemand will. Oh. Aber dann kann ich das wahrscheinlich dem Penner geben, oder? Oder? Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur verspotten willst, Dick. Hau lieber ab. Okay, Kumpel. Hier, ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Ehrlich? Ja, es hat jedenfalls geholfen, als Mortimer eine tote Ratte gefressen hatte. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll's sein? Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Aber, Junge. Du sagtest, das soll helfen. Und du sagtest, du wärst mein Orakel. Was? Oh nein. Oh. Ich nehme mir mal ein bisschen davon, okay? Matt, ich glaube, ich habe dein Alkohol. Vielleicht. Hey, Alter, ich war mal zu frei und habe dein Glas voll gemacht. Also, gehen wir zu der Party? Das war doch der Plan, oder? Hast du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Nee, das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezialelixier. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingespuckt. Ups. Ehrlich? Ich hab grad gegen das Mikrofon gehauen. Ja, Mann, was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Na dann. Definitiv. Nach dir. Attacke! Randall? Wo ist die Party? Naja,